So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Ich habe mir eine kleine Pause gegönnt. Einfach weil ich unterwegs war. Halb so wild, schätze ich mal. Jedenfalls legen wir einfach gleich los. Wir sind nach wie vor hier bei den Eishöhlen oder bei den überfluteten Tunneln. Wir gehen zu den Eishöhlen und starten einfach. Ich habe jetzt natürlich schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich muss ihn Mias retten, drei uralte Schlüssel finden, das erste Verschlüsselungsstück finden, das zweite Verschlüsselungsstück finden und aus den Höhlen entkommen. Ich befürchte fast, es wird heute wieder nichts. Insbesondere, weil ich jetzt schon eine Ewigkeit, also eine Woche ungefähr, nicht mehr gespielt habe. Aber halb so wild. Dafür sind wir ja hier. Um uns zum Affen zu machen. Ich habe eine Woche nicht mehr gespielt, weil ich einfach eben bei der Gamescom war. Und ich falle hier schon mal gleich wieder ins Wasser. Und ich falle hier nochmal ins Wasser. Ja, gerade geht's ein bisschen. Das will ich nicht. Die möchte ich. Auch. Schade. Das ist deswegen schade, weil ich jetzt hier natürlich mit den Granaten rumhänge. So. Jetzt habe ich sogar die drei Wege, Verteilpistole, Kanone, Gewehr, was auch immer. Ich bin ein bisschen erkältet, weil ich mich irgendwie an Eis überfressen habe. Ist gut. Das ist nochmal gut. So, dann bin ich mal gespannt, wie das heute klappt. Ich werde jetzt mal ganz gemütlich die Treppe runterrutschen. So, Dille. Jetzt knallt er mich einfach ab, der Hund. Das fällt ihm ein. Das kann ja wohl nicht sein. Ich bin aber nach wie vor ein bisschen erkältet.
Das war wieder eine grandiose Aktion. Aber ich komme ja jetzt so hoch. Wir werden es mal sehen. Okay, das bringt mir also gar nichts. Wiedersehen. Wiedersehen. Wo bin ich denn da hängen geblieben? So. Das war für den Eimer. Zurück nochmal. Genau. Offensichtlich habe ich wahnsinnig viel Freude, da mal wieder ins Wasser zu hüpfen. Wir machen weiter beim letzten Kontrollpunkt. So. Bronze. Da komme ich offensichtlich nicht hin. Genial. Charisma. Nein! Ach ja. Es hat gut funktioniert. Also ich bin schon mal besser als das letzte Mal, aber... Ich komme immer noch nicht über diesen über diese blöde Stelle hinweg und ich befürchte, auch dieses Mal werde ich noch sterben. Aber wir geben nicht auf. Wir machen das so lange. Und vor allem wird hier nichts geschönt, dass das gleich mal klar ist. Wir machen das so lange. Auch auf die Gefahr hin, dass es langweilig wird. Wir machen das so lange, bis es klappt. Und wie bereits angekündigt, es wird nichts geschönt. Ah, super. Gibt's da wieder Kirschen? Ich komme nicht hin. So, das ist eine Möglichkeit. Die ich gehen kann. Ob's gezeichnet. Warum mache ich das nicht gleich immer so? Na, komm runter. Unteres Stück. Okay.
könnte mal wieder ein paar Kirschen vertragen, einfach nur fürs Gewissen, fürs Schlechte. Weil ich ja so oft eben auch schon in irgendwelche Pfützen getappt bin, die sich kaltes Wasser nennen. Und auf Wiedersehen! Sehr schön. So, dann geht's da drüben weiter. Klick. Da gucken wir doch mal kurz in die Karte. Da geht's runter, das ist schön. Dann lasse ich mich doch hier einfach mal fallen. Und habe hier meinen ersten Mia, den ich rette. So. Da kann ich rüberhüpfen. Das ist auch toll. Da unten komme ich vermutlich nicht hin, aber hier rüber könnte ich kommen. Okay, da komme ich regulär nicht hin. Ach komm. Das ist immer toll, dass die Kirschen irgendwo hinfallen, bloß nicht hier. Aber es klappt schon mal ein bisschen besser als letztes Mal, das freut mich schon. Und ich möchte jetzt natürlich immer noch den Typ da drüben einsammeln. Yay! Damit habe ich 3 von 7 Mias und 2 von 3 uralten Schlüsseln. Damit kann ich und muss ich die Seite wechseln. Bam, bam, bam. Sodele. Und sodele. Und dann gucke ich doch mal nach. Ich habe einen silbernen und einen goldenen Schlüssel. So, einen silbernen und einen goldenen Schlüssel. Also fange ich mit denen an. Das klingt eigentlich auch nicht nach einem schlechten Plan. Da unten haben wir einen goldenen und eine silberne Tür. Na komm, ein bisschen zurück. Ah! Ah, Versuch war es wert. Entschuldigung, ich bin gegen mein Mikrofon gekommen. So, Dele. Einen bronzenen Schlüssel habe ich jetzt auch. Das heißt, ich kann von der anderen Seite dahin kommen. Und diesen Mia retten. Gut. Das ging ja fast gut dieses Mal. Die Tür brauche ich nicht. Jetzt muss ich natürlich den ganzen Weg nochmal gehen. Wie viele Mias habe ich jetzt? 6 von 7. Gut, dann muss ich da hinten nochmal einretten.
Ach je. Na toll. Das sind wahrscheinlich wieder die Kirschen, die ich dann später noch brauche. Gut, aber an dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal. Denn wir sind mit dieser Folge jetzt schon mal durch. 15 Minuten wieder voll. Wir sehen uns das nächste Mal wieder.